Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Fiesta Online. Ja, wir machen direkt weiter, also beziehungsweise ich mache direkt weiter mit der nächsten Folge. Wir fahren direkt an, noch zwei zu Köln erstmal, bevor wir unsere Runde laufen. Und ja, wir machen, wie gesagt, direkt weiter. Ich werde auf Antworten im Let's Play erst nächste Woche dann eingehen. Ich nehme jetzt mal für die Woche Fiesta auf. Und jo. Und dann schauen wir mal, was so rauskommt, ne? So, aber unter anderem kann ich ja noch sagen, habe natürlich jetzt auch einen Discord-Channel aufgemacht. Da könnt ihr gerne beitreten, da könnt ihr euch mal mit anderen Games zocken, die Community kennenlernen. Ich bin natürlich auch da. Eigentlich sogar immer drin. Wenn ich mal nicht arbeiten bin. Ne? Also da könnt ihr auch gerne auch dort eure Spielwünsche eintragen. Da ist ein separater Channel drinne, wo ihr eure Spielwünsche reinschreiben könnt. Würde mich freuen. Oder beziehungsweise wenn ihr Fragen habt, ne? Einfach rein in Discord oder unten im Video in den Kommentaren, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich probiere natürlich auf alles einzugehen, ne? Ja, und ansonsten wisst ihr Bescheid, Twitter, Facebook. Natürlich auch, ne? Könnt ihr jedes Mal sehen, wann ein neues Video kommt. Aber wie gesagt, in der Regel natürlich 13 und 15 Uhr ein neues Video, ne? Im Normalfall. Außer es kommt was dazwischen, ne? Kann immer mal vorkommen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange wir brauchen für die Schnecken, beziehungsweise bis Level 104. Na komm. Kann noch ein harter Weg werden, besonders weil wir hier gerade natürlich alleine die Schnecken machen. Ach, vielleicht kommt ja noch eine neue Gruppe. Zusammen. So, und wir machen direkt weiter. Ich finde, man könnte ja hier zum Beispiel ein Fiesta einbauen, also zumindest in den wiederholbaren Quests, dass man die quasi, dass die quasi direkt hier irgendwo aufblinken, hier an der Seite zum Beispiel, und man es dann abgeben und dann gleich anklicken kann, gleich wieder starten. Und man nicht immer hier erschienen ist. Questbuch muss. Wäre geil auf jeden Fall. Das reicht nur für die Wiederholbaren. Das wäre echt schön. Ich kann jetzt nicht einfach während dem Laufen hier einfach kurz die Quest abgeben. Also ging früher zumindest. Wir probieren das gleich mal. Ist ja jetzt ein Jahr her, seitdem wir gespielt haben. Probieren wir gleich. Weil normalerweise während dem Laufen ist dann das Questbuch immer weggegangen automatisch. Oh je. Ja. Sprachfehler halt, ne? Ja, neue Musik habt ihr natürlich auch schon festgestellt. Auch am Start. Die Fiesta-Musik, die gefällt mir nicht so, deswegen mache ich da immer gerne andere rein. Lauf. Easy, ey. So, das Problem ist jetzt gerade noch am Laufen sogar. Einfach so just for fun. So. Na, guck, die geht immer noch weg. Ist genau das, was ich meine.
Man kann nicht während dem Laufen abgehen. Und das ist genau das, was mich bei den Wiederholbaren stört. Denn ansonsten könnte man einfach immer weiter kloppen. Muss ich auch immer weiter runter scrollen, wo die Quest auch ist. Denn wir haben ja nicht alle angenommen. Ja, auf jeden Fall ratgebend war natürlich auch, wie lange soll ich die normalen Quests aufheben? War natürlich, dass ich sie bis 109 aufheben soll und dann erst abgeben soll und weitermachen soll. Denn Level 109 bis 110 soll sehr, sehr lange, eine sehr, sehr lange Zeit dauern. Deswegen werde ich diesen Rat mal beherzigen. Und nicht sterben. Oh mein Gott, bleibt mich stecken. Ui. Jetzt bleibt mir schon wieder stecken. Nicht stecken bleiben. Oh Gott. Verreck hier fast. Kein Priester in der Hand hier. Kein Priester. Ein Priester wäre schön. Aber warum ich mir auch schwer tue, das zu entscheiden, ob ich jetzt wieder Fiesta weitermache oder nicht, ist natürlich auch, genau das ist ja hier unser erstes Projekt hier auf dem YouTube-Channel. Und das schon seit Anfang an, ne? Und seitdem läuft doch Fiesta durch, ne? Deswegen tue ich mir da ein bisschen schwer, ja oder nein zu sagen. Wie gesagt, schreibt es mir einfach rein. Würde mich freuen und auch die Entscheidung erleichtern. Ich mache es auch gerne weiter, ne? Außer ihr wollt natürlich irgendwas anderes haben. Denn ich möchte ja euch den Content bieten, wo ihr auch haben wollt. Was? Entdecke ihn heute. Was? Ein mysteriöser Sale erwartet uns. Ab 10 bis um 23 Uhr haben die gerade einen Sale im Item Shop. Okay. Naja, interessiert mich jetzt weniger. Greift mich die Schnecke jetzt nicht an? Guck mal, ich stehe direkt daneben. Ach doch, jetzt macht sie doch Schaden. Das hat aber lange gedauert. Ich dachte, hey, die Schnecke macht keinen Schaden. Was geht jetzt ab? Eigentlich noch alle Pfeilregen in der Tastleiste drin? Ja, alles noch gut. Mich würde es echt interessieren, wenn wir jetzt einen Priester gespielt hätten, welches Level wir jetzt hätten. Da wären wir aber bestimmt noch nicht 103. Garantiert. Und jetzt haben wir leer gefegt hier. So, jetzt. Reicht schon. So. Halt du ruhig noch. Kriegst du. So, unlöschbares Feuer.
Oh, ich denke mit den verrückten Schnecken geht's schon schneller als mit den Schwarzbären aktuell. Zumindest solange wir diese Quest noch haben. Oh, sind wir bei 40% aktuell. Sehr, sehr schön. Ich weiß auch gerade aktuell nicht, ob was Neues in Fiesta da reingetrudelt ist seit dem letzten Jahr. Weil es nur noch Höchststufe ist, aktuell noch 135. Da haben sie nichts geändert. Das machen sie ja auch, glaube ich, selten in Fiesta. Aber ich meine sogar, es ist ein neues Gebiet reingekommen. Wir müssten nachher mal auf der großen Karte schauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Gebiet vor einem Jahr noch nicht da war. Oder könnt ihr mich ja auch gerne aufklären? Na, wo ist denn die große Karte? Warte auf. Na, na. Das so. Wo war denn die große Karte nochmal? Ach, such mal später. Ich suche sie. Den nächsten Part dann. Ah. Reicht schon, reicht schon, reicht schon. So, abgeben und weitermachen. Es nimmt so nämlich alles auch Zeit weg. So, weiter geht's. Next round. Ah, es hat aufgehört, der Effekt. Warum? Macht nichts. Ja. Es ist halt gerade immer noch das Gleiche. Immer die Wiederholbaren machen. Ich meine, klar, man will ja schnell hochkommen. Aber ein bisschen. Es ist trocken da alles gerade. Ja, Schwert. Das sieht doch interessant aus. Kann man denn da bekommen? Wo ist's wert? Wo ist's? Wo ist's? Wie find's jetzt? Wie find's nicht? Ist's nicht? Ja, volles Inventar halt, ne? Man kennt's. Man tut sich immer schwer. Oh, nicht stehen bleiben. Ui, 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 ui. Gefährlich. Und letzter Schlag. Perfekt. Und wieder abgeben. Und nächste Runde. Starten. Sehr schön. Das war das Helias Schwert. Ich glaube, es ist nichts Besonderes. Aber schauen wir uns gleich an. Was ich auch noch brauche, ist eine 105er Waffe. Und halt noch die 105er Hose. Ansonsten habe ich schon die 105er Sachen parat. Aber 105 müssen wir natürlich erstmal erreichen. Ne? Ja, es ist wieder irgendwas Schönes getroppt. Heiliges Doppelschwert.
Ah, Inventar. Das, wo ist denn das Schwert? Hier. Ah, okay. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Was haben wir hier? Nahkampf-Lunatiker. Joker, hä? Weiß ich gar nicht, was der für Stats gerade braucht. Muss ich mir mal anschauen, ansonsten wäre das Con natürlich sehr gut. Kann man ja alles verkaufen. So. Dann. Abgeben. Und das spare ist Feuer. So. Und nächste Runde. Das Hagelfeuer, das ist so nützlich. Besonders halt hier der Mehrfachschuss, der macht Damage. Der macht mega, mega Damage. Ach, Hose. Priesterhose müsste es sein. Ach nee. Ui, das ist eine schöne Hose. Mit der kann man sich nicht beklagen. Definitiv nicht. Die kann was. Oh, was kommt denn jetzt da hoch? Lass mich in Ruhe. Hey, stop. Wie gewohnt abgeben. Ich meine, ich finde es ja schon mal gut, dass man hier mal hin und her laufen muss. Mit der wiederholbaren habe ich es jetzt angenommen. Okay. Perfekt. Ich bin ein Schneckentöter. Zu viele Schnecken mussten schon ihr Leben geben für mich. Das sind viele. Na gut, schneller geht's hier eh nicht. Also ist das Solo hier echt super. Oh, die leuchtet so komisch. Die muss ich mir anschauen. Jetzt müssen wir eh warten, bis die respawnen kurz. So. Die hat gerade so komisch lila geschimmert. Warum? Sah wahrscheinlich gerade nur so aus.
So. Und wieder abgeben. Hallo, abgeben. Da. So, zack. Zack, zack. So, wieder 6,5 Millionen bekommen. Perfekt. 45%. Ja, haben wir noch ein bisschen was, ne? Aber ich würde sagen, wir machen hier natürlich beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat auch heute wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Swissy. Ciao. Peace.